dann zum letzten Teil die ganze Sache fertig programmieren. Ich habe mir mal als Denkhilfe rüber kopiert, hier rechts die Skizze, die ich mir in dem Programm gemacht habe, Pencil, und jetzt kann ich das gleich verwenden, um da drin noch zu skizzieren. So, wenn man mal schaut, in dem Übungsskript habe ich hier noch eine Abteilung dazu geschrieben, Wissenswertes zu den Attributen und den Datentypen. Und hier steht was Wichtiges, das ist eigentlich immer so bei grafischen Applikationen. Attribute werden vergeben für alle Bedienelemente der grafischen Oberfläche sowie für alle Komponenten, die sich während des Programmablaufs verändern sollen. Tun wir die mir markieren hier in der Skizze. Wir haben also dieses Textfeld, für die Länge und für die Belastung, Auflagertyp links, Auflagertyp rechts, dann die Auswahl des Querschnitts, hier dann das Panel, das zuständig ist, dafür den Querschnitt herzustellen. Was haben wir noch? Klar, die zwei Buttons und das hatten wir bis jetzt noch nicht, aber es ist auch keine große Geschichte. Diese angezeigten Werte hier unten sollen sich ja auch nochmal verändern, wenn man auf Apply klickt. Also, gehen wir der Reihe nach durch und vereinbaren unsere Attribute. Beam Structure Application, das Viewer Panel natürlich auch. Da soll ja dann der jeweilige Träger angezeigt werden, aber das haben wir ja schon. Also, Attribute private, JTextField, das Textfield für die Länge, sagen wir mal 8 Meter, und das Textfeld für die Belastung, die 5 kN pro Meter. Also, die beiden brauchen wir. Dann die Combo-Boxen mit dem Auflagertyp. Da würde ich fast mal vorschlagen, dass wir uns zunächst eine Konstante deklarieren mit den Arten von Auflagertypen und die vergeben wir dann im Konstruktor von den beiden Combo-Boxen. Eine Konstante, private, static, final. Und jetzt haben wir drei verschiedene Strings, also ein String-Array, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So können wir das in einem Rutsch belegen und dann steht hier fixed, pinned und free. Ja, was gibt es hier zu meckern? Ja. Variablenname vergessen. Klar. So, und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch noch gleich so ein Array für die Querschnittstypen vereinbaren. Section Types. Rechteckiger Querschnitt. Kreisförmiger Querschnitt. Und unser I-Querschnitt. So, damit dann weiter die Combo-Boxen. J-Combo-Box. Erstes Auflager. Neue Combo-Box. Und jetzt übergeben wir die Auflagertypen im Konstruktor. Kopiert, die zweite Combo-Box und dann dritte Combo-Box für die Querschnitte und hier jetzt Section-Types,
im Konstruktor. Gut, dann brauchen wir unser Panel für die Querschnittseigenschaften, also Section Properties Panel. Ich nenne es mal kurz, nennen wir es einfach wie den Klassennamen. Das ist ein ganz typisches Pattern, also ein ganz typisches Muster. Wenn einem kein besserer Name einfällt, nimmt man den gleichen wie die Klasse, aber schreibt den ersten Buchstaben klein. Section Properties Panel belegen wir mal explizit mit 0 vor. Gut, dann brauchen wir die beiden Labels für das Moment, das was ich hier blau markiert habe, für das Moment und die Spannung. Schreib's mal so rein, standardmäßig 0 und das Label für Sigma, ich kürze es jetzt mal hier SD ab, Newton pro Millimeter Quadrat. Da können wir uns vielleicht später nochmal überlegen, ob wir das schöner hinbekommen. So, damit hätten wir alles zusammen. Section Properties Panel. Ich mache mal nicht null. Wir fangen mal mit einem Rechteckquerschnitt an. Rectangular Section Panel. So, da haben wir es. New muss man natürlich auch dazu schreiben. Was fehlt noch bei den Attributen? Klar, die beiden Buttons. Private J-Button. Apply-Button. Und der Exit-Button. So, jetzt müssen wir das Ganze in ein Layout bekommen. Ich gehe mal hier nach rechts. Ich denke, es ist ziemlich klar. Wir haben hier ein Panel im Westen und hier ein Panel im Süden. Die würde ich auch entsprechend benennen. South Panel, West Panel. Im West Panel, denke ich, bietet sich es auch wieder an zu sagen, es gibt zwei Bereiche. Einmal den hier oben im Norden von dem West Panel. Jetzt haben wir es. Und den hier im Süden vom West Panel. Das hier oben nenne ich mal Properties Panel und das hier unten, wie könnte man das nennen? Vielleicht Values Panel. Ne? Gut, in das Properties Panel rein kommt einmal dieses Panel hier mit den Systemeigenschaften, einmal das hier mit den Querschnittseigenschaften, also nennen wir das hier System Panel und das hier Section Panel. Ne, Properties Panel, da bietet sich jetzt an, dieses rote wieder in den Border Layout zu nehmen und da können wir dann System und Section Panel reinpacken. Gut, dann programmieren wir das mal so runter.
wie wir es uns gerade überlegt haben. Ich füge hier mal Abteilungen ein. West Panel, South Panel, J Panel, West Panel, neues J Panel, Border Layout Up, New Border Layout. So, das müssen wir natürlich hinzufügen, vis.add westpanel borderlayout.west, wie der Name schon sagt. Dasselbe für das South Panel. Ich kopiere es mir mal hier eine Überschrift, der Rest South Panel. Das hatten wir uns schon mal überlegt, um diese Buttons rechtsbündig unterzubringen, nehmen wir ein Flow Layout und sagen, das soll rechtsorientiert sein. Dann South Panel im Süden hinzufügen. Dem South Panel fügen wir jetzt hinzu den Exit-Button und den Apply-Button. Gucken wir mal, ob das soweit funktioniert hat. Jawohl, die beiden Buttons haben wir schon mal. Das ist gut. Das West-Panel, da ist noch nichts drin, deswegen sehen wir das auch nicht. Also, weiter im Spiel. Dann brauchen wir JPanel Properties Panel. Jetzt sind wir bei diesem Panel. Das Properties Panel kommt in die North Abteilung von dem West Panel. Dann Values Panel. Da kommen rein die beiden Labels untereinander. Da würde ich mal sagen, da bietet sich's an, dass wir ein Grid Layout nehmen, zwei Zeilen, eine Spalte. Westpanel.add Values Panel Border Layout in den Süden. Das Values Panel soll jetzt eine Beschriftung bekommen. Set Border, Border Factory Create, Titled Border. Die berechneten Werte. Und da fügen wir jetzt hinzu das Label fürs Moment und das Label für die Spannung. Schauen wir mal, ob das soweit funktioniert. Das sieht gut aus. Anscheinend wird diese Überschrift nicht benutzt, um die Breite zu berechnen. Das ist nicht weiter schlimm. Das wird sich später klären. Was wir aber sehen ist, die hängen sehr, sehr päp aufeinander. Also vielleicht wäre es eine Idee,
da ein bisschen Platz einzufügen. Bei dem Grid-Layout, wenn Sie sich erinnern, gab es auch die Möglichkeit, noch einen Abstand einzugeben für Zeilen und Spalten. Ich mache das mal hier 5 Pixel. Und jetzt ist da ein bisschen mehr Platz. Sieht besser aus. Gut, also das Values Panel haben wir versorgt. Weiter geht's mit dem Properties Panel. Und da haben wir einmal das System Panel, einmal das Section Panel. Sie sehen, ich mache mir immer so Abschnittsüberschriften, was einfach später hilft, den Code zu verstehen. Also, JPanel, System Panel, New JPanel, Border Layout an der Stelle. Na, wie machen wir es? Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz praktisch wäre. Wir machen hier 3 Panels, jeweils mit einem Grid Layout. Was dann passiert ist, die Combo-Boxen gehen nicht über die ganze Breite. Ich glaube, damit können wir leben. Das müssen wir mal ausprobieren. Wenn es nicht schlecht, wenn es schlecht aussieht, muss man sich da noch mal was Neues einfallen lassen. Also, dann 3 Spalten, jeweils mit einem Panel mit einem Grid Layout. JPanel P1 New JPanel Grid Layout. Wir haben 4 Zeilen, eine Spalte. Und davon brauchen wir 3 Stück. P1.add New JLabel. Da kommt jetzt rein. L gleich, 4 mal kopiert, Q gleich, S, L, S, R. Dann P2, da kommt das Textfeld für die Länge rein. Dann das Textfeld für die Last, die Combo-Box fürs erste Auflager, die Combo-Box für das zweite Auflager. Dann P3, da kommen jetzt die Label für die Einheiten, JLabel, Meter für die Länge, Kilonewton pro Meter für die Streckenlast. So, da kann man sich jetzt lange drüber streiten, wie man das aufteilen möchte. Ich glaube, ich mache es irgendwie ein bisschen auch jedes Mal anders. Aber jetzt kommen wir eben zum Schluss. P1, P2, P3 zu dem System Panel hinzufügen. Border Layout.west fürs erste. Center. East. Und das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Nichts passiert. Was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, das System Panel hinzuzufügen. Also, das System Panel, wenn wir da rechts nochmal gucken, kommt ins Properties Panel.
add System Panel und jetzt Border. Tippen sollten wir können Border Layout North. Nächster Versuch. Jetzt haben wir es. Also LQSLSR kann man so machen, finde ich, ist schon ganz okay. Gut, wir sollten vielleicht noch bei dem System Panel eine Border setzen. System Properties und vielleicht wäre es eine Idee, bei den Textfeldern hier einfach mal vorzugeben, dass wir dort ein bisschen mehr Platz haben, also einen zweiten Parameter im Konstruktor, 12 Spalten. So, na, das sieht doch auch schon gar nicht so ganz schlecht aus. Dann fehlt uns noch das Section Panel. JPanel. Section Panel. New JPanel. Auch da bietet sich ein Border Layout an. Ne? Oben packen wir die Combo Box rein und dann in die Mitte dieses Section Properties Panel. Das hatten wir ja schon vereinbart. Dieses Ding hier haben wir in einem Attribut. Section Properties Panel. New Panel, New Border Layout. Dann müssen wir dieses Panel auch wieder dem Properties Panel hinzufügen. Add Section Panel Border Layout in den Center und dem Ding wollen wir auch eine Border spendieren. Na, wie heißt es auf Deutsch? Einen Rahmen. Section Panel Set Border, Border Factory. Create titled border. Mit den Querschnittseigenschaften. Dann kommt also in das Section Panel rein die Section Combo Box. Und zwar in den Norden. Und es kommt rein Section Properties Panel und das packen wir in den Center. Mal gucken, was passiert. Hurra! Die verschiedenen Querschnittstypen und ich kann hier das eingeben. Gut! Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Damit sieht die Oberfläche ungefähr so aus, wie sie aussehen soll. Ich würde jetzt in dem nächsten Schritt mal weitermachen und die Applikation ans Laufen kriegen. Wir können uns dann nochmal ums Feintuning kümmern mit so Sachen wie Dinge in Tiefstellen oder griechische Buchstaben, solche Dinge. Würde ich aber jetzt erstmal auf einen späteren Zeitpunkt verlagern. Gut, was ist der nächste Schritt? Ich denke, ganz, ganz wichtig ist es, dass wir hier einen anderen Querschnittstyp zu sehen bekommen bei der Eingabe,
wenn wir in der Combo-Box dort was auswählen. Na, das müssen wir als nächstes hinbekommen. Also, ich gehe mal raus. Das heißt, jetzt ist der Schritt, die Applikation zum Leben zu erwecken. Also steht hier oben Implements Action Listener. Dann müssen wir hier sagen, es gibt die Action Perform Methode, Action Event I. In dem Moment können wir sagen, dass wir bei der Combo-Box für den Querschnittstyp einen Action-Listener anmelden und der wird dann ausgeführt, wenn sich die Auswahl bei der Combo-Box ändert. Jetzt wollen wir hier drauf reagieren, wenn die Combo-Box der Auslöser des Events war. Also schreiben wir rein, if die Event-Quelle war die Section Combo Box, dann führen wir das aus, was hier drin steht. Wir können ja erstmal gucken, ob das soweit funktioniert, und wir geben aus das Objekt, das hier angewählt worden ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Auswahl ändern, müsste unten in der Konsole etwas auftauchen und wir sind ganz glücklich, das ist auch der Fall. Na? Gut, dann hatte ich zu dem Thema etwas geschrieben, hier bei den Event-Listenern. Da sind wir jetzt. Ich hatte gesagt, wir wollen eine Methode SetSectionPanel einführen, in der das dann geändert wird, was das SectionPanel anzeigt. Also führen wir die hier aus. vis.SetSectionPanel und wir übergeben als Parameter die Auswahl der Combo-Box. Und das geht natürlich im Moment noch nicht, weil die Methode noch nicht implementiert ist. Das ändern wir jetzt. Private void setSectionPanel. Jetzt muss man einmal gucken. GetSelectedItems gibt ein Objekt vom Typ Object zurück. Das ist wunderbar. Das können wir hier auch nehmen. Object SectionType. Und jetzt sind wir hier und können uns überlegen, was fangen wir mit dem Querschnittstyp an. Und der Witz ist, dass wir jetzt, je nachdem welcher Querschnittstyp ausgewählt wurde, das entsprechende Section Properties Panel erzeugen. Also kommt hier eine Verzweigung rein. If st.equals Rectangular Section, dann soll das passieren, was da drin steht. Und jetzt brauchen wir die anderen Fälle auch noch. Else if das ist ein Kreisquerschnitt. Else if oder es ist der I-Querschnitt. Oder das sollte eigentlich nicht passieren, aber es könnte ja sein, dass wir uns vertippt haben. Dann schreiben wir hier rein, throw new illegal argument exception, übergeben das hier.
und bekommen dann eine Ausgabe, dass da was schiefgegangen ist. So, also, wenn wir einen Rechteckquerschnitt haben, dann sagen wir this.sectionPropertiesPanel, dass wir ein Rechteckquerschnittspanel haben wollen. Wenn das ein Kreisquerschnitt ist, dann ein Kreisquerschnittspanel. Und wenn es ein I-Querschnitt ist, ein I-Querschnittspanel. Ne? Das haben wir jetzt erzeugt. Allerdings, wenn wir es jetzt laufen lassen, werden wir sehen, es passiert immer noch nichts. Warum? Eigentlich klar, wenn man kurz nachdenkt. Wir haben zwar hier an der Stelle ein neues Objekt erzeugt, aber dem entsprechenden Panel, dem Section Panel, haben wir das alte Objekt hinzugefügt. Deswegen klappt es an der Stelle nicht. Also müssen wir hier sagen, this.section. Tja, und jetzt kommen wir an dieses Section Panel nicht dran. Ja, das ist das Problem. Das ist nicht als Attribut vereinbart, sondern wir haben das hier als lokale Variable vereinbart. Deswegen müssen wir das jetzt ändern und aus dieser lokalen Variable ein Attribut machen, und zwar dadurch, dass wir das hier oben in die Attribute-Sektion schieben und dann würden wir es an der Stelle hier unten Section Panel auch mit this ansprechen. Ne? So, also this Section Panel und jetzt können wir auch das hier hinzufügen. This Section Properties Panel. Damit das funktioniert, müssen wir aber das alte Section Properties Panel rausnehmen. Wir dürfen keine Komponenten doppelt einfügen. Und hier muss man natürlich auch noch sagen, wo wir das hinhaben wollen, nämlich in den Center. So, und jetzt noch eine Sache, das muss man einfach wissen. Ich habe es hier auch aufgeschrieben. Wir müssen dem Section Panel jetzt sagen, dass es das Layout neu arrangieren soll. Deswegen einmal Revalidate aufrufen. So, also, kurz Kommentar, altes Panel löschen, neues Panel erzeugen, und dann hinzufügen und validieren. Ich führe mal das Programm aus. Und wir sind höchst gespannt, ob das klappt. Ja, super. I-Section, Circular Section, Rectangular Section. Das sieht doch toll aus. Na? Also haben wir es hinbekommen, dass wir eine Oberfläche programmiert haben, die sich dynamisch ändert. Das, und das muss ich in aller Klarheit sagen, ist nicht ganz trivial. Das hätten Sie jetzt ohne mich gemacht. Wahrscheinlich nicht hinbekommen. Oder ich muss es anders sagen, wenn ich das zu der Beginn meiner Java-Programmierzeit versucht hätte, hätte ich mich da auch sehr, sehr schwer getan. Aber so haben wir es geschafft. Section Properties Panel. Ja. Was fehlt jetzt noch? Es fehlt, dass wir in der Apply-Methode erstens, dass die ausgeführt wird, wenn wir auf den Apply-Button klicken, und dann fehlt, dass wir dort das mit den entsprechenden Eigenschaften auch wirklich erzeugen. Also, wir müssen ActionListener
an die Buttons hängen. Apply und Exit. Wenn das der Exit-Button war, dann beenden wir das Programm. Und in allen anderen Fällen, da können wir uns das Leben mal einfach machen, sagen wir, wir möchten die Apply-Methode ausführen. Und jetzt bleibt uns noch in der Apply-Methode das richtig aufzuschreiben. Den Querschnitt müssen wir erzeugen. Und da ist es das Schöne, jetzt haben wir ja unser Section Properties Panel mit der abstrakten Methode CreateSection. Da haben wir den Querschnitt. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Länge. Also double L, double parse double vis.lengthtf getText. Dasselbe für die Last. Dann brauchen wir Support 1. Get selected item. Da ist es jetzt so, dass das ganz generisch programmiert ist. Da kann man alles reinstecken vom Typ Object. Wir wissen aber, es sind Strings drin. Also einmal die Typkonvertierung. Hier String davor. Support 2. Support 2 Combo Box. Und dann können wir hier S1, S2, Q und da schreiben wir L. Machen wir es in derselben Reihenfolge wie in der Parameterliste, dann ist das Ganze ein bisschen leichter zu lesen. Dann Draw System Viewer Panel. Wir müssen vorher, weil das jetzt öfters ausgeführt werden kann, einmal alles löschen, was in diesem Viewer Panel drin ist. Remove all objects 3D und dann zeichnen. Gut, ich schreibe nochmal Abschnittsüberschriften dazu. An der Stelle beschaffen wir uns, was die Benutzereingaben sind. Dann erzeugen wir die Struktur und danach räumen wir auf und lassen die Struktur zeichnen. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Also Rechteckquerschnitt, Kreisquerschnitt, Apply. Na toll, mit Kreisquerschnitt. Nicht schlecht, oder? Was ist noch das Problem, wenn ich hier einen Rechteckquerschnitt eingebe und Apply drücke, sehe ich den nicht. Ich muss erstmal hier den Mauszeiger bewegen. Also geben wir an der Stelle noch ein vis.viewerpanel.render. Das stößt an, dass das Zeichnen ausgeführt wird. Nächster Versuch, Circular, Apply, sehr gut. Ach, Exit und Apply sind in der falschen Reihenfolge, das sollte ich hier auch nochmal ändern. Also erst Apply, dann Exit, von links nach rechts, ja. So, Rechteckquerschnitt, I-Querschnitt passt auch, sehr schön. Na, den könnten wir jetzt mal ein bisschen breiter machen. Zack. Sowas will natürlich niemand bauen, aber es funktioniert. Exit funktioniert auch wunderbar.
Gut, was fehlt noch? Ah ja, natürlich, wir müssen ja auch noch die Angabe des Moments und der Spannung machen. Also, Moment und Spannung, MD, get MD, Sigma D. Die Eingaben sind in Kilonewton und Metern. Wir müssen also noch für das Sigma umrechnen, Kilonewton pro Meter in Newton pro Quadratmillimeter. Nebenrechnung. Newton pro Quadratmeter ist 10 hoch, nee, Kilonewton hatten wir, ne? Also 10 hoch 3 Newton durch 10 hoch minus 3 Mit meiner Konzentration ist es auch nicht mehr so weit her. Natürlich 10 hoch 3 Millimeter zum Quadrat. 1000 Millimeter ist 1 Meter. Also steht hier 10 hoch minus 3. Da unten bleibt 10 hoch 6 Quadratmillimeter stehen. Ne? Newton pro Quadratmillimeter, also müssen wir hier Sigma D durch 1000 teilen. Dann vis.momentL setText ist die Methode, um den Text zu setzen. MD gleich plus MD plus Kilonewton Meter Sigma SD und jetzt Newton pro Quadratmillimeter. Probieren wir mal aus, ob das so funktioniert. Wenn ich die Last verdoppel, müsste sich das Moment auch verdoppeln. 53 stimmt, wenn ich den Querschnitt höher mache, dann müsste die Spannung kleiner werden. Auch das tut so. Allerdings, ich glaube, da geben Sie mir recht, sieht es äußerst unschön aus, weil ich hier diese unheimlich vielen Nachkommastellen habe. Das sollte man noch besser hinbekommen. Und da gibt es die Möglichkeit, ich hatte es hier irgendwo aufgeschrieben. Da steht's, wir können eine Formatmethode aus der String-Klasse nehmen und da ist hier mit dem Prozent angegeben, wie wir diesen Double-Wert formatiert haben wollen, nämlich als Fließkommazahl mit einer Nachkommastelle. SetText, also hier String.Format, das nehmen wir raus, Prozent Punkt 1f, eine Nachkommastelle, und jetzt geben wir hier an MD. Probier es mal kurz aus, bevor wir das andere auch programmieren. Ja, da fehlt gleich mal eine Klammer. Na, sehen Sie, jetzt ist es nur noch eine Nachkommastelle. Das ist ganz vernünftig. Also,
kopieren wir uns die ganze Chose. SD Newton pro Quadratmillimeter. SD. Das sieht besser aus. Wir sehen also, der Querschnitt ist noch bei weitem nicht ausgelastet, wenn das Stahl wäre. Ne? 6,7 Newton pro Quadratmillimeter ist jetzt nicht allzu viel. Wir könnten also hier ruhig eine größere Last draufpacken. Das würde funktionieren. Damit würde ich sagen, können wir es erstmal gut sein lassen. Ich mache vielleicht noch ein Video, wo ich so ein bisschen Feintuning erkläre. Das ist aber dann die Luxusabteilung.